Herzlich willkommen in Bonn. Guten Abend. Ihre Uraufführungen werden normalerweise eher von Hans Neuenfels, Boulez oder Barenboim oder Hans Zender dirigiert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dass ich die nächste spielen darf. Es ist mir eine große Freude und Ehre. Es gibt auch eine gewisse mentale Nähe im kompositionstechnischen Bereich. Und zwar, ich werfe das jetzt nur als Begriff in den Raum, und zwar das Moment der permanenten Durchführung. Herr Henschke hat eben die Eroica erwähnt, und auffällig bei der Eroica ist ja, dass die Durchführung enorme Dimensionen in dieser Sinfonie erreicht, wobei dann Exposition und Reprise viel gerafter erscheinen. Und das erscheint mir interessant insgesamt bei der in kompositorischen Entwicklung bei Beethoven, diese Verlagerung des Interesses auf das Moment der Durchführung.
nächste Uraufführung. Liebe Charlotte, herzlich willkommen. Und habe mich entschieden, einfach seine Arbeitsmethodik herüberzuziehen zu mir und dann ein eigentlich eigenständiges Stück zu machen, ohne irgendwie Zitate zu Beethoven, aber eben das Verhältnis des Teils zum Ganzen und die immer wieder vorhandene Auflösung an jedem Punkt der graduellen Skala, die möglich ist, zum Thema des Stückes zu machen. Left bezieht sich auf alles, was einen schicksalhaft als Mensch verlassen kann oder auf das man keinen Zugriff hat, wie zum Beispiel die Taubheit bei Beethoven. Ohne Zuhörer brauchen wir das, also ich meine, wir sind eigentlich unter uns auch genug für Körper.